Welcome back. Well, those in the East called it the anti-fascist protection rampart. A few hundred metres away in the West, it was known as the Wall of Shame. The Berlin Wall, a notorious icon of the Cold War, was finally torn down 25 years ago on Sunday. Armas Roberts travelled to Berlin to meet three men who each played a pivotal role in the history of the barrier that cut the German city in two. Standing on top of the Berlin Wall, which for years has been the most potent symbol of the division of Europe. Just a short while ago, astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. There can be few better illustrations of the changes which are sweeping across this continent than the party which is taking place here on top of it tonight. The wall that the East Germans put up in 1961 to keep its people in will now be breached by anybody one who wants to leave. The communist barrier between East and West Berlin grows higher and stronger, the more determined grows the will of those in the East to escape. It's now more than 50 years since these dramatic pictures showed the desperation of those who ended up on the wrong side of the Berlin Wall. Later, the wall would become a high concrete barrier with armed guards. Escape was only for the brave or the foolhardy. Ich habe damals hier eine der spektakulärsten Fluchten gelenkt und geleitet. Im Zeitraum von 6 Wochen habe ich 17 meiner Kameraden zur Flucht verholfen. Ich habe hier ein Delikt begangen, das war eines der schlimmsten Verbrechen, was du hier tun konntest. Darauf stand damals zu meiner Zeit lebenslänglich oder die Todesstrafe. In 1964, a group of young men came up with the idea of jumping aboard a train, passing through East Berlin on its way to the West. Kerl-Heinz Richter masterminded the escape of several of his friends. So, hier befinden wir uns an der Fluchtstelle, wo damals eine der dramatischsten Fluchten ablief. When it was his turn, he climbed up to the railway tracks with his friend. A German television documentary recreated what happened next. The friend jumped aboard, but Kerl-Heinz couldn't get a secure grip. Bin also wieder vom Zug gefallen, rannte zurück und bin hier an dieser Stelle hier runtergesprungen. Hier lag ich und hab mir beide Beine gebrochen. Arm gebrochen, Rippen gebrochen und hier war ich erstmal ohnmächtig. Nachdem ich wieder wach wurde, habe ich mich von hier nach Hause zu meinen Eltern geschleppt, 3,5 Kilometer entfernt. Und damit war für mich die Aktion erstmal beendet. Eine Woche später wurde ich verhaftet. The 17-year-old was sent to this notoriously brutal prison in East Berlin, run by the Stasi, the secret police. But the risk of imprisonment, or even death, didn't deter those desperate to escape. Hasso Herschel had escaped to West Berlin, where he worked as a people smuggler, or escape agent as they were known. At first, he used false passports, but the East German government soon wised up, and Hasso looked for another escape route. Now, it was not possible to cross the border on the ears. It was not possible to fly over the border, so we decided to dig under the border. On the night of May 9th, 1962, a half hour before midnight, the tunnels started. The American NBC network bankrolled as well as documented this crazy plan. To rescue East German citizens right under the nose, literally, of the communist regime. A triangle, they decided, would be the best shape. They worked around the clock in 3 8-hour shifts. Tunneling for over 100 meters from west to east Berlin,
beneath the wall and border fortifications. Eight young men dug endlessly in that deep earth. And this is Hasso. This digger, the man with the beard, Hasso Herschel, was a refugee himself. He was working to rescue his sister, who lived in Dresden with her husband and baby. What did you think about all day when you were digging every day, week after week? This bloody communists. Now tourists can visit a replica of Hasso's handiwork. Ah, yeah. This is quite a good work, a reconstruction of the tunnel we built half a century ago. How long would it take you to dig, say, 1 meter of tunnel? From half a meter a day to 10 centimeter or 5 centimeter a day, one day, that was what we could manage. The best days was nearly 1 meter, but that was very, very seldom. It took 9 months to complete the tunnel. This is the view from West Berlin, past the wall, to the building where it finally surfaced. It was Hasso who was responsible for crawling through to the east to rendezvous with the refugees. This is the road where the tunnel ended, in this house, number 7. And in the middle of the road was barbed wire. The people could walk only on this side from the barbed wire. And this is a window from the cellar where the tunnel ended. Here I waited for the escaper in this room. It became known as Tunnel 29 for the 29 people who used it to escape to the west. They were all friends and relatives of their rescuers. This is Hasso's sister with her daughter. Four days later, there was a party to celebrate their reunion. But not every escape attempt ended with such touching scenes. Das, was wir hier sehen, war zum Beispiel eine Zelle. Hier war eine kleine schmale Holzbritsche drin, Kübel als Klo. Da wurde einmal am Tag geleert und das war es. The Stasi prison Kerl-Heinz Richter was sent to after his escape attempt was so secret it was left off all maps. Endet der Zellentrakt dort. Now it's a museum and memorial, with former inmates as tour guides. Halt mal die ersten 6 Monate, Frau. Die ersten 10 Wochen halt noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, hier mich zu waschen. Gibt es nicht. Keine Wäsche wurde gewechselt. Die erste Vernehmung verlief rund 24 Stunden. Ohne Pause. Verprügelt bis zur Bewusstlosigkeit. Die wollten von mir die Fluchtstelle wissen. Und die konnte ich nicht verraten. Denn in dieser Nacht, während dieser Vernehmung, versuchten noch die letzten beiden meiner Freunde zu fliehen. As he was being questioned, Kerl-Heinz heard a young woman screaming nearby. Und während dieser Vernehmung sagte jemand zu mir, und im Übrigen, deine kleine Schlampe haben wir auch hier. Sie meint meine Freundin, Karin. 17 Jahre alt, weg, große Liebe. So, immer mal folgen, bitte. Kerl-Heinz was denied medical attention for the bones he'd broken falling from the railway tracks. As the ringleader of a mass escape, he was targeted for special cruelty. Ich hab Angst gehabt ohne Ende. Ich hatte damals Angst gehabt, wenn ich hier stehe, bringen sie mich um, weggeschossen. Bei Vernehmung hat man mir freundlicherweise mal gesagt, du Drecksack, kommst hier nicht mehr raus. Deine Kugel ist schon im Lauf. This wasn't an idle threat.
In 1962, 18-year-old Peter Fechter was shot trying to scale the wall and left to bleed to death. 50 people died in the first year of the wall. The risks taken by those trying to escape were dramatised in movies like The Spy Who Came In From the Cold. This scene showed the ruthlessness of the border guards at Checkpoint Charlie, which is unrecognisable today. This Cold War icon, a flashpoint where World War III could have been started, is now Berlin's tackiest tourist destination. But next door is a museum that documents many brave and ingenious escapes. Including Hasso Herschel's tunnel. Hiya, and this is my sister who comes through now. It's a pretty crazy sort of home movie for you to have. Yes, that's true. Hasso smuggled people out of the East for almost 10 years. Hiya. Yeah, this is my old welding machine. This hollow welding machine was just one of many ruses used to fool the border guards. So even if they looked inside, they couldn't see the people? They couldn't see the people, no. In total, Hasso says he helped 1,000 people escape. By 1989, communist regimes were crumbling across Europe. For 28 years, East Germany had used the Berlin Wall to keep its citizens away from the West. And for almost as long, 25 years, Harald Jäger guarded the wall. Ich habe meine Rolle damals so gesehen. Ich hatte meinem Staat gegenüber eine Pflicht, und zwar dafür zu sorgen, dass die Grenzen unserer Staaten sicher waren. Mein Dienstort war allgemein da drüben, wo jetzt dieser Supermarkt ist. Dort befanden sich die ganzen Abfertigungsstellen, Kfz-Einreise, Pkw-Einreise und die Fußgänger-Einreise. On the 9th of November 1989, Lieutenant Colonel Harald Jäger commanded the border crossing here on Bornholmer Street. A movie has recently been made about the historic role he played in opening the Berlin Wall that night. The first opening in the Iron Curtain had taken place in Hungary a few months before, and the East German government faced massive demonstrations calling for more freedom. At his post in Berlin, Harald Jäger watched a press conference announcing the border would be opened immediately. But no one had told the border guards. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Was redet denn der von geistigen Dünnschiss? Wir hatten innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten die ersten DDR-Bürger vom Kontrollpunkt stehen. Können wir jetzt rüber oder was ist? Wenn Sie ein Visum haben? Ein Visum hat der Genosse aber nicht gesagt, oder? Habt ihr was davon gehört? Und es wurde von Minute zu Minute mehr an Menschen. Mehrere DDR-Bürger oder alle DDR-Bürger geschrien nach der Reisefreiheit. Wie viele mögen das sein, Harald? Weiß ich nicht. 1,000? Harald repeatedly called his superior to ask for orders. But there were none. Bleib in der Leitung. Jawohl. Du hältst die Klappe, verstanden?
Und er äußerte so sinngemäß zu mir, hör mal zu, was die dort oben sagen. Also indem sie sagten, ist denn der Genosse Jäger überhaupt in der Lage, das richtig einzuschätzen? Oder handelt er nur aus Feigheit? Schäfer hier, Gülsborner Straße, Sie können ja mal hören, was hier drin los ist! Und ich hielt den Hörer aus dem Fenster heraus und schrie ins Telefon, wenn Sie mir nicht glauben schenken, dann hören Sie doch, was das Volk sagt. Also ich stand unter enormem Druck. Auf der einen Seite der Druck der DDR-Bürger und auf der anderen Seite der Druck meiner eigenen Mitarbeiter damals. Die Situation hat sich ja so ergeben, dass wir wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass es gewaltsam gelöst wird, dieses Problem. Und das galt es zu verhindern. Das war praktisch damals mein erster Gedanke. Und zwar bin ich hin zu dem entsprechenden Offizier und habe dem Offizier befohlen, den Schlagbaum zu öffnen und alle DDR-Bürger ausreisen zu lassen, ohne Kontrolle. Mach den Schlagbaum auf. Nachdem wir dann den Schlagbaum geöffnet haben, brach natürlich ein Jubel unter den Massen aus. Das kann man nicht beschreiben, man muss echt dabei gewesen sein. That was the greatest surprise I ever had in my life. This is nobody encountered with this. Also nobody. So when the wall was built, it wasn't a surprise, but when it fell, it was a surprise, yeah. Ich hatte vom Mauerfall im Radio gehört, machte mit meiner Frau mich auf den Weg zur Bornholmer Straße. Und da gehen wir jetzt mal hier unten rein. Kerl-Heinz Richter had eventually been released from prison and deported to West Berlin. Ich konnte dies erstmal nicht glauben, was ich da hörte. Und dann strömten uns tausende Menschen entgegen aus dem Ostteil. Und jetzt war mir klar, die Mauer ist offen. Ein unfassbarer Augenblick. Für mich brach damals eine Welt zusammen zu diesem Zeitpunkt. Mir war klar, dass die DDR, so wie sie am 9. November noch existiert hat, am 10. November nicht mehr existieren werden kann. There were mixed emotions for Kerl-Heinz Richter. Hatte gedacht, schau mal, Millionen Menschen können jetzt die Freiheit genießen, ohne etwas gegen dieses System getan zu haben. Die haben keinen Widerstand geleistet, die haben sich nur angepasst. Und da hatte ich so einige Tage mit zu kämpfen gehabt. Da war ich gezweifelt. Kerl-Heinz's family suffers to this day as a result of his failed escape attempt. His wife was repeatedly raped after she too was jailed. Their daughter was made a ward of the state while they were in prison and is now estranged from her father. Und seit 15 Jahren habe ich jetzt keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter. Sie hat mir eigentlich vorgeworfen, das, was ich getan habe, hätte ich nicht tun dürfen. Wenn man eine Familie hat, darf man keinen Widerstand leisten. Wollte man gleich deutlich sagen, hier ist Schluss mit lustig. Those who suffered at the hands of the Stasi find the memories hard to erase. A few years ago, Kerl-Heinz thought he recognized a Stasi agent in a supermarket. Er hat sich auch sehr merkwürdig verhalten, wurde auch so ein bisschen aggressiv und ja, da musste ich ihn dann umhauen. Und ein Riesenwirbel, sehr viel Ärger mit der Polizei. Habe ich nie wieder getan, sowas macht man nicht, kann man nicht tun, aber manchmal gehen einem die Pferde durch, ja. Years after the wall collapsed, what remains has become a spectacle for tourists, shoppers and graffiti artists. It's
only an older generation that remembers the pain it caused and the lives it changed forever. Ich würde genau das, was ich getan habe, würde ich immer wieder tun. Weil ich in der Diktatur nicht leben möchte. Und jetzt sind wir frei. Jetzt im Alter bin ich frei. Wunderschön. And to commemorate the fall of the wall, on our website there's a gallery of archive images from Berlin, including before and after photos of the neighbourhoods and streets that were divided. That's at sbs.com.au/dateline.